So, die nächste Übung, die wir machen werden, sind die Hip Thrusts. Ja, das ist eine Übung, die ihr auf dem Boden macht. Dazu am besten eine Yogamatte nehmen. Und ich habe mir jetzt für die Übung noch den 6 Kilo Gewichtsball dazu genommen. Könnt ihr aber natürlich auch komplett ohne jedes Gewicht machen. Ja, das ist eine Übung, die vor allem für den Po gut ist und für die hinteren Oberschenkel, auch ein bisschen für den unteren Rücken. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Ja. Legt euch auf den Boden und dann stellt ihr die Beine so 90 Grad angewinkelt auf den Boden. Ja, das Gewicht, in diesem Fall den Ball, legt ihr euch auf den Schoß. Dann legt ihr euch komplett flach auf den Boden, guckt, dass ihr guten Kontakt mit den Schultern zum Boden habt. Und dann drückt ihr die Hüfte nach oben, bis ihr hier in einer Linie seid. Ja, ihr werdet es vor allem hier hinten im Po merken, in den hinteren Oberschenkeln. Und eventuell auch ein bisschen im unteren Rücken. Und dann geht er da runter, kurz berühren und zack, direkt wieder hoch. Runter und hoch. Ja. Für mich ist das am angenehmsten, wenn ich wirklich auf den Fersen hinten bin. Ja. Manche machen das auch so, dass sie komplett flach auf dem Boden sind. Das ist egal. Ja. Da müsst ihr einfach gucken, wie es für euch am besten funktioniert. Wichtig ist noch, je weiter ihr die Beine nach vorne tut, ja, desto mehr werdet ihr merken, geht es hier in die hintere Oberschenkelmuskulatur. Ja? Je weiter ihr die Beine rannehmt, desto mehr geht es in den Po und in die Oberschenkel. Okay? Das war ein Hip Thrust und wir sehen uns bei der nächsten Übung.